Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema externe Konfigurierbarkeit von Ihrem reaktiven System. Wir hatten ja schon in den vergangenen Videos gesehen, wir wollen unser System in verschiedenen Kontexten betreiben, lokal als Entwickler, in der Build-Pipeline oder vielleicht auf irgendeinem Cloud-Service. Und was wir dann natürlich überhaupt nicht machen dürfen, ist jetzt Pfade hart verdrahten, also dass Ihre Applikation beispielsweise auf die Datei C, Test, Seiersulz angewiesen ist, Datenbank-Credentials oder andere Credentials von Nachbar-Services einbauen, weil das kann ausgespäht werden. Also dann haben Sie ja quasi Ihr Passwort mit eingecheckt ins Git. Das darf auf gar keinen Fall der Fall sein. Oder sowas wie Portnummern müssen wir auch von außen konfigurierbar machen, weil auch da kann es ja sein, dass Ihr System irgendwo installiert wird, wo der Port, den Sie eigentlich gerne hätten, schon belegt ist. Also ganz vieles muss konfigurierbar sein und in diesem Video geht es darum, wie das geht in Java. Hier sehen Sie wieder eine Seite aus den 12 Regeln für die 12-Factor-Apps und hier nochmal zusammengefasst. Die Konfiguration einer App ist alles, was sich wahrscheinlich zwischen den Deploys ändern wird. Staging, Production, Entwicklungsumgebung, hatte ich gerade erwähnt. Sowas wie Ressource-Hands für Datenbanken, Memcached oder andere unterstützende Dienste, Credentials für externe Dienste wie Amazon S3 oder Twitter oder auch die Datenbanken und Memcached und so weiter. Und direkt vom Deploy abhängige Werte wie der kanonische Hostname für den Deploy. Manchmal speichern Apps die Konfiguration als Konstanten im Code. Dies ist eine Verletzung der 12 Faktoren. Sie fordern strikte Trennung der Konfiguration vom Code. Die Konfiguration ändert sich deutlich von Deploy zu Deploy im Gegensatz zum Code. So, hier ist wieder ein ganz einfacher Programmrahmen und jetzt wollen wir uns Stück für Stück durch das Thema Konfiguration. Sie können ja auf der Kommandozeile einen Parameter übergeben, den Sie dann in der Applikation weiterverwenden. Sie sehen das hier in der Main-Methode, die hat ja hier dieses String-Array-args, das ist genau für die Kommandozeilenparameter gedacht. So, wie kann man die jetzt auswerten? Man könnte jetzt natürlich irgendwie selber versuchen, was zu schreiben. Ich würde vorschlagen, wir verwenden ein externes Framework. Meistens haben die Apache-Leute da ganz passable Lösungen gefunden. Also es gibt dann Apache Commons als Framework zum Beispiel. Und da habe ich dieses Apache Commons CLI gefunden. Das wird nicht mehr, also das wird am Leben erhalten. Das ist, aber sowas ist auch einmal fertig gebaut. Da muss man jetzt auch nicht alle 2 Jahre ein neues Release machen. Das ist ja eine von diesen Sachen, die man einmal gelöst hat und dann ist es einfach fertig. Das heißt, es ist auch nicht zu erwarten, dass sich die Wunderwelt der Kommandozeilenparameter jetzt noch großartig ändert. Und dieses CLI, das wollen wir verwenden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Apache CLI einbinden in unser Projekt. Dazu googeln wir, denn ich brauche ja hier von dem Commons CLI eine JAR-Datei, die ich irgendwie einbinden will. Und ich will die ja nicht in mein Projekt reinkopieren, sondern Gradle soll mir das beschaffen. So, das heißt, dann machen wir hier mal, googeln wir nach Apache Commons CLI Maven. Das ist meistens ein ganz guter, wohl, dass Sie den Bibliotheksnamen nehmen und Maven, weil wir alle oder die allermeisten Bibliotheken von dem Maven-Repository runterladen. Das ist ja auch gleich der erste Treffer. Sie sehen, dieses Maven-Repository bietet uns hier diverse Versionen von dem Apache Commons CLI an. Ich nehme einfach die neueste, ich klicke da mal drauf. Und dann bietet ihr mir hier verschiedene Package-Management-Werkzeuge an. Also Werkzeuge, die sich Fremdbibliotheken aus dem Internet runterladen und dann kann man mit denen was machen. Schauen wir hier mal bei, also ich habe hier Maven, Gradle und andere Werkzeuge. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal das, was er hier für Gradle anbietet, kopiere das mal raus. So, wo muss das jetzt hin? Jetzt muss ich in meine Build.gradle Datei und dem erzählen, dass er diese Bibliothek nachzuladen hat. Das habe ich hier schon mal gemacht. Das heißt, Sie sehen hier Group Commons CLI. Das ist genau das Ding, was ich gerade in der Datei gezeigt habe. Das habe ich sozusagen hier reinkopiert. Also Group Commons CLI, Name Commons CLI, Version 1,4. So, jetzt habe ich es zur Verfügung. Und jetzt kann ich die Beispiele umsetzen. Ich erspare Ihnen jetzt mal die Lektüre der Webseite, sondern programmiere so ein bisschen was vor. Das heißt, das CLI bietet eine Klasse Options an. Die ist jetzt verfügbar. Sie sehen das hier, Org Apache Commons CLI, weil ich eben die Bibliothek eingebunden habe. Das sehen Sie allerdings erst vielleicht noch als Warnhinweis, wenn Sie hier wirklich diesen Aktualisierungs-Code
Knopf gedrückt haben. Also sie haben die Datei geändert und dann müssen sie aktualisieren, damit Gradle das wirklich nachlädt. Das ist vielleicht schon eine wichtige Vorbedingung. So, jetzt habe ich hier Options. Options, gleich New Options. So, dann kann ich bei Options.add Option und dann bietet ihr mir hier ein paar Möglichkeiten an. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel für Nutzername Passwort. Passwort ist ein schönes Beispiel, weil das auf gar keinen Fall in Code gehört. Und ich baue jetzt einfach mal ein paar Varianten, wie man ein Passwort reinbauen könnte in die Applikation. Also Option 1, Kommandozeilenparameter. Add Option. Und jetzt sage ich, wie soll die Option heißen? Die nenne ich minus B. U für Benutzer. Der erwartet noch ein Feld, wo man sagen kann, ist da noch ein Wert dahinter? So ist, als wenn ich hier sage minus U, dann will ich ja den Benutzernamen spezifizieren. Also sage ich hier noch true. Und dann erwartet er noch so einen descriptive Text. Das ist der Username. So, dann mache ich noch eine Option für das Passwort. Option P. Passwort. So. Und wenn ich die Sachen jetzt interpretieren will, brauche ich einen Command-Line-Parser. 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 Parser. Gleich New Default-Parser. Da machen wir es nichts Spannendes. Command-Line. Das ist Line. Commands gleich Parser. .parse. Da kriegt ihr natürlich noch die Kommandozeilenoption, die ich mir hier überlegt habe. Und hier oben die Kommandozeilenparameter mit args. So, jetzt habe ich sozusagen die übergebenen Kommandozeilenparameter geparsed. Und was ich jetzt mache, jetzt kann ich die ausgeben. Das heißt, ich könnte jetzt fragen, jetzt kann ich den Commands fragen, ob der Parameter gesetzt ist. If commands.hasOption, da kann ich dem jetzt hier meine Option U mitgeben, dann soll der ausgeben, sOut, also dass wir ein bisschen was sehen können, user plus, und dann haben wir hier commands.getOptionValue von U. So, else machen wir noch schnell sOut no user specified. So, und das gleiche nochmal mit dem Passwort. So, das heißt P Password P no password specified. So, jetzt können wir das aufrufen und mal gucken, was passiert. Jetzt sagt er hier, no user specified und no password specified. So, große Frage, wie kriege ich jetzt die Kommandozeilenparameter da rein zum Testen? Da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Möglichkeit 1 ist, ich kann hier oben die Run Configuration anpassen. Das mache ich hier mal schnell. Edit Configurations. Das heißt, ich kann jetzt nämlich hier sagen, was ist da denn genau? Program Arguments. Da kann ich dem jetzt hier einfach meine Option mitgeben. Minus U Gerd, minus P Pferd. So, wenn ich das mal übergebe, dann ruft er so jedes Mal, wenn ich also mein Configuration Example starte, weil ich hier die sozusagen Run Configuration geändert habe, ruft er mir das mit den entsprechenden Parametern auf. Sie sehen hier User Gerd Passwort Pferd. Das war der erste Weg. Der zweite Weg ist, ich habe jetzt hier dankenswerterweise ein Fat Jar hergestellt. Und wenn ich das Fat Jar nehme, das in einem der letzten Videos, das heißt, dann brauche ich hier einfach nur diese Zeilen, dass der mir wirklich so ein Fat Jar erzeugt. Und dann habe ich hier in dem Manifest gesagt, die Main Methode soll er von Configuration Example nehmen, sodass er jetzt den Code, den wir gerade erstellt haben, ausführt. So, wenn ich jetzt da das Jar erzeuge, das machen wir mal, auch in einem der letzten Videos war ja dran, ich kann so ein Jar erzeugen, indem ich hier im Build-Prozess Assemble aufrufe.
Also jetzt erzeugt er dann diese FAT-JAR-Datei. Da ist er scheinbar auch schon durch. So, jetzt müsste ich es ausführen können. java.-jar.bild-lips-studienarbeit.jar. So, no user, no password specified. Sie sehen, also er hat das Programm ist genauso ausgeführt, weil ich habe den FAT-JAR erzeugt. Und da kann ich ihm jetzt also die Parameter übergeben. Ich sage jetzt hier minus u Gerd, minus p Pferd. Schwupp, User und Pferd sind drin. Jetzt probieren wir nochmal aus, was passiert, wenn wir einfach irgendeinen anderen Parameter übergeben. Java Gerd Pferd minus k Blub. Und da haben wir jetzt natürlich noch ein, also da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Der Parser schmeißt jetzt eine unrecognized Options Exception und die müssen wir noch irgendwie fangen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Video drehen zur Fehlerbehandlung. Aber was ich Ihnen jetzt hier zeigen konnte mit diesen paar einfachen Zeilen, mit dem Apache CLI Framework aus dem Commons Framework-Satz, kommen wir eigentlich schon ganz gut klar und können jetzt eigentlich sehr schön unsere Kommandozeilen-Parameter interpretieren. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, das Passwort mit einem Kommandozeilen-Parameter an unser Programm zu übergeben oder andere Parameter, die uns relevant erscheinen. Und die Sachen stehen nicht mehr im Programmcode selbst drin. Also haben wir schon mal so den ersten Schritt zur Konfigurierbarkeit erreicht. So viel zum Thema Kommandozeilen-Parameter. Weiter geht es mit Properties.